Im ausgehenden 18. Jahrhundert sahen Ärzte, Pädagogen und Theologen die Welt mit einer Gefahr konfrontiert, wie man sie bisher nicht gekannt hatte. Ein Phänomen, so schrieb einer, das im Privaten mindestens so viele Menschen und Familien ins Unglück gestürzt hat, wie es die Französische Revolution öffentlich tut. Ein anderer Zeitgenosse warnte, diese neue Gefahr führe zu, ich zitiere, Schlaffheit, Verschleimungen, Blähungen und Verstopfungen in den Eingeweiden, vor allem beim weiblichen Geschlecht, Stockungen und Verderbnis im Blute, reizende Schärfen und Abspannung im Nervensystem. Was war das für eine Gefahr, die die Menschheit bedrohte? Vielleicht haben Sie es schon geahnt. Das, wovor hier in drastischen Bildern und mahnenden Worten gewarnt wird, ist das Lesen. Hintergrund dieser Sorge und Hintergrund dieser Warnungen waren, also diese Warnung vor der Lesesucht, waren historische Entwicklungen auf dem Buchmarkt und auch Entwicklungen so im Privatleben der Menschen. Also es war ja so, dass auch nach Erfindung des Buchdrucks Bücher noch keine Massenware waren. Die waren ja immer noch ziemlich teuer und die meisten Menschen in der Bevölkerung hatten auch weder die Mittel noch die Muße, um sich jetzt ausführlich mit Lesen zu beschäftigen. Das änderte sich mit dem Aufkommen des Buchdrucks. Und es ist Quatsch, was ich gerade erzähle. Also das änderte sich mit dem Aufkommen des Bürgertums und mit dem Beginn der Massenproduktion von Literatur. Und die besorgten Sittenwächter dieser Zeit warnten vor der schädlichen Lektüre, die die Frauen von der Kindererziehung, die Männer von der Arbeit und die Heranwachsenden vom Lernen abhalten würde. Im Nachhinein erscheint diese Sorge ja fast so ein bisschen niedlich, wenn man sich das so ein paar hundert Jahre später anhört, auch wenn sie an ähnliche Debatten späterer und gar nicht so lange vergangener Jahrzehnte erinnert. Also an Debatten über Radio, Fernsehen, Computerspiele und Internet. Also diese Debatten wiederholen sich mit einiger Regelmäßigkeit. Und auch wenn vielleicht manche um die Bildung besorgten Bürger sich heutzutage so ein kleines bisschen Lesesucht unter Jugendlichen wünschen würden. In einer Sache sind sich die Warner vor der Lesesucht im 18. Jahrhundert und die Menschen, die den Psalm 1 geschrieben und überliefert und an den Beginn des Psalters gestellt haben, einig. Unsere Lektüre hat Folgen. Das, was wir lesen, kann uns in unserem Innersten ergreifen, kann unsere Sicht auf die Welt, auf uns selbst verändern und unseren Horizont erweitern. Bücher können Begleiter sein, die uns so prägen wie die Menschen, mit denen wir aufwachsen. Deswegen beginnt der Psalm und damit dieses ganze Buch in der Bibel mit einer Gratulation. Das hört man in der Luther-Übersetzung nicht so ganz. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Etwas anders formuliert, herzlichen Glückwunsch, steht da am Anfang. Herzlichen Glückwunsch, wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast, von wem du dein Leben prägen und von wem du dich beeinflussen lässt. Herzlichen Glückwunsch, dass du dich nicht beeindrucken lässt von denen, die ihren persönlichen Profit über alles stellen und dafür massiven Schaden an anderen, an dieser Welt und an sich selbst in Kauf nehmen. Herzlichen Glückwunsch, dass du dich nicht anstecken lässt von denen, die in sich selbst verkrümmt nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Herzlichen Glückwunsch, dass du nicht einstimmst in das fiese Lachen von denen, die alles nur aus ironischer Distanz betrachten können und denen nichts mehr heilig ist. Herzlichen Glückwunsch, dass du dir einen Begleiter gesucht hast, der dir zu einem glücklichen, erfüllten, gelingenden Leben verhelfen kann. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht.
Bücher können uns prägen, so wie menschliche Beziehungen uns prägen können. Das setzt natürlich voraus, dass sie ein bisschen mehr sind als nur flüchtige Bekanntschaften. Beziehungen entwickeln sich durch Dauer und Kontinuität, dadurch, dass man das Leben in seinen Höhen und Tiefen miteinander teilt. Das gilt auch für meine Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung ist nach dem, was Christinnen und Christen glauben, eben maßgeblich durch dieses dicke, manchmal rätselhafte, aber unendlich reiche Buch geprägt. Und dieses Buch entfaltet seine Wirkung am besten in einer regelmäßigen Beschäftigung, im Nachsinnen Tag und Nacht. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, meint ein anderes Lesen, als wir das gewohnt sind. Also wer schon mal in der Synagoge gewesen ist, der hat das erlebt. Da stehen die Menschen beim Lesen in den Bankreihen, die murmeln so leise vor sich hin und viele bewegen sich. Also die wippen dann auch noch mit dem Oberkörper irgendwie nach vorne und zurück. Und das, was Luther mit Nachsinnen übersetzt hat, das kann auch sowas wie Gurren oder Murmeln oder Knurren heißen. Also das meint eine laute und bewegte Auseinandersetzung mit dem, was ich vor mir habe. Ein beständiges, fortlaufendes Gespräch. Barbara Brown Taylor, eine US-amerikanische Pastorin, die hat das mal sehr schön formuliert. Die schreibt: Meine Beziehung zur Bibel ist keine Romanze, sondern eine Ehe. Und zwar eine, an der ich bereit bin, mit allen bekannten Mitteln zu arbeiten. Ich lebe mit dem Text Tag für Tag, ich höre ihm zu und reagiere drauf. Ich versuche sicherzugehen, dass ich verstehe, was hinter den Worten liegt und dass ich sie richtig verstanden habe. Ich weigere mich, zu den Anteilen, die ich nicht mag oder die ich nicht verstehe, auf Distanz zu gehen. Und ich versuche, meine Liebe in den alltäglichen Dingen des Lebens sichtbar werden zu lassen. Die Bibel ist für mich kein Objekt. Sie ist ein Partner, dessen Gegenwart mich segnet, mich herausfordert und alles, was ich tue, beeinflusst. Wer das je versucht hat, weiß, eine lebendige Beziehung mit der Bibel bedeutet Arbeit, so wie jede andere Beziehung auch. Es gibt Zeiten, da hat man sich nicht viel zu sagen, da lebt man nebeneinander her und teilt einen unspektakulären und in seiner Routine mal beruhigenden, mal langweiligen Alltag. Es gibt auch Höhepunkte, so glanzvolle Momente des gegenseitigen Verstehens und Bereicherns, in denen meine Lebenserfahrung mir hilft, die Bibel besser zu verstehen oder in denen umgekehrt die Texte der Bibel eine Verstehens- und Gestaltungshilfe für mein eigenes Leben werden. Und es gibt Zeiten, und ich habe so die vage Vermutung, dass einige von denen, die hier unsere Aktion in einem Jahr die ganze Bibel durchlesen, solche Situationen auch kennen. Es gibt Zeiten, in denen es knallt zwischen uns, in denen ich alles andere als einverstanden bin mit dem, was ich da lese. Zeiten, in denen die Texte fremd, abständig, anstößig erscheinen und meine Vorstellungen über die Welt, über Gott und über mich selbst ins Wanken bringen. Solche Zeiten sind herausfordernd und kräftezehrend, aber vielleicht könnte man mit dem Psalm im Hinterkopf sagen: Herzlichen Glückwunsch, wenn du mit der Bibel überkreuzt bist. Denn jeder Konflikt ist auch eine Chance zur Klärung und zum besseren Verständnis. Und aus einer Krise kannst du verwundet und vernarbt, aber reicher als vorher herauskommen. Franz Kafka hat mal in einem Brief an einen Freund geschrieben: Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Wir brauchen die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden von allen Menschen weg. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Manchmal passiert es. Manchmal bricht ein Text, manchmal nur ein einzelner Vers oder ein einzelnes Wort aus der Bibel, etwas in uns auf. Wie eine Axt das Eis auf dem Meer. Manchmal merkt man auf einmal, in diesem alten Buch geht es um mich. Diese Geschichte hier, die erzählt was, was ich auch kenne und gibt mir eine neue Perspektive. Wo das passiert, da wird erlebbar, was der Psalm in Aussicht stellt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das Bild hier meint keinen Baum, der so in freier Wildbahn und unberührter Natur irgendwie so vor sich hinwächst, sondern gemeint ist hier ein Baum in einem planvoll angelegten Garten, der nicht nur gedüngt und gewässert, sondern auch dort, wo es nötig ist, gestutzt und in Form geschnitten wird. Und mir ist gerade dieses Bild im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden, weil mir immer bewusster wird, gerade im Glauben kann nicht alles nur aus mir selber kommen. Natürlich suche ich in der Bibel auch nach Bestärkung für das, was ich bin und was ich tue und was ich glaube. Das ist ja ein bisschen Segen und Fluch gleichermaßen. Man findet ja so gut für alles, was man so für richtig hält, irgendwo eine Stelle in der Bibel, die man in diese Richtung drehen kann. Aber ich suche auch mehr und mehr nach einem Gegenüber, das mir hilft, meinen Platz zu finden, das mir Möglichkeiten aufzeigt, die ich selber nicht sehe und das meinen Blick freiräumt auf eine Welt, die anders ist, als ich zu hoffen wage. Wo das gelingt, da bringen die Menschen, die über dem Gesetz nachsinnen Tag und Nacht, die mit dem Wort als treuem Begleiter durchs Leben gehen, ihre Frucht zu ihrer Zeit. Die Geschichte ist voll von diesen Früchten, wenn man nur danach sucht. Am Anfang der Reformation ist Martin Luther über einen Satz aus dem Römerbrief gestolpert, der sein ganzes Denken und die religiöse Landkarte der Welt verändern sollte. Im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus dem Glauben. Es war übrigens, dieser Satz ist ja Luther bekanntermaßen auf dem Klo ins Auge gesprungen. Also man braucht sich keine Sorgen darum zu machen, ob es irgendwie Orte gibt, an denen es unfein wäre, sich mit der Bibel zu beschäftigen. In Südamerika nahm eine große soziale Befreiungsbewegung ihren Anfang, als der Priester Ernesto Cardenal von den Bauern von Solentiname lernte, das Evangelium neu zu lesen. Kein Wunder, dass ein kluger Mensch wie Mahatma Gandhi über die Bibel erkannt hat: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die ganze Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, der kriegszerrissenen Erde Frieden zu bringen. Und kein Wunder, dass es in der ganzen Weltgeschichte immer wieder in den verschiedensten Kontexten ganz ausdrückliche Bibelverbote gegeben hat, weil die Mächtigen der Welt immer ein feines Gespür dafür gehabt haben, wie gefährlich das Lesen für sie sein kann. Zu den beeindruckendsten Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, gehört, nennen wir sie Frau A. Ich habe sie in einer Gemeinde in Köln kennengelernt. Sie war eine pensionierte Missionsschwester aus Schwaben und leitete mit fast 90 Jahren so einen brummenden Seniorenbibelkreis. Also da kamen Woche für Woche 20, 25 Leute und die hat den geschmissen. Und diese Frau A, die kannte ein Achtel der Bibel auswendig. Und zwar nicht nur so grob irgendwie im Sinne von, ja, ich weiß da so, was da drin steht, sondern die kannte die wortwörtlich inklusive Versangaben.
Und als ich sie mal gefragt habe, woher das kam, da hat sie erzählt, vom Dritten Reich, als die braunen Schwestern ins Krankenhaus kamen, also als zu den Missionsschwestern auch Schwestern dazu kamen, die ausdrücklich auf Parteilinie waren. Und Frau A. sagte, und wie die braunen Schwestern kamen, da war uns sofort klar, irgendwann werden sie uns die Bibel wegnehmen. Und also hat sie sich jede Nacht mit 7 gleichgesinnten Schwestern getroffen und die haben sich gegenseitig die Bibel aufgesagt, bis jede von ihnen einen Teil davon unauslöschlich im Herzen hatte. Und diese Aktion hat nicht nur für eine einzigartige Bibelkenntnis gesorgt, die jeden Pfarrer neidisch macht, die hat auch den Widerspruchsgeist dieser frommen Damen genährt und sie ermutigt, im Arbeitsalltag, im Krankenhaus, an ganz, ganz vielen Stellen, unbemerkt, aber unaufhaltsam gegen das System zu arbeiten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Amen.